Oder sind also den Beginn.
Das ist das letzte Haar. Halt! Fuß! Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt 160 Punkte. Bis zum Ende der Übung sich im Gehorsam zu zeigen. Bitte, liebe Frau Hundeführerin. So, die Frau Wagenbrenner mit ihrem Jumbo zeigte uns heute eine Schutzarbeit, die erste Schutzarbeit in der IPO 3. Da möchte ich Folgendes dazu sagen. Ich war ja selbst mit meinen eigenen Hunden mehrmals auf Weltmeisterschaften und bin an und für sich immer bester Österreicher gewesen, Staatsmeister und so weiter und so fort. Ich kann Ihnen nur zu diesem Hund wirklich herzlich gratulieren und Sie bekommen meinen Applaus. Revieren nach dem Helfer vorzüglich ohne Abzüge. Stellen und verbellen vorzüglich ohne Abzüge. Der Hund stellt und verbellt sehr drangvoll, lässt den Helfer in keiner Sekunde aus den Augen und wird auch nicht abgelenkt durch die Hundeführerin, welche dann zu ihrer Position tritt, wo sie ihn dann abruft. Das Abrufen erfolgt mit einem schnellen, normalen Kommando, das heißt sprich nicht übertrieben hart und laut. Der Hund befolgt auch dieses einwandfrei und korrekt. Auch hier zeigt sich wieder, dass der Hund offensichtlich im Kopf komplett klar durchgearbeitet ist und wirklich tolle Arbeit zeigt. Wir kommen dann zum Fluchtversuch. Hier ist es so, dass der Hund ganz leicht vorne ist. Wenn sie zur Ablage geht, sie macht es eh sehr schlau, sie ist ja schlaue Hundeführerin. Sie macht es eh sehr schlau und führt den Hund Richtung der Ablage, aber doch um eine Nuance zu weit vorne. Es kommt dann zum Fluchtversuch, der wird sehr hart und nachdrücklich vom Hund verhindert. Der Schutzhelfer, da sieht man wieder, dass ihr da auch wirklich sehr, sehr gut offensichtlich harmoniert, zeigt die Vorzüge des Hundes absolut auf. In der Abwehr des Angriffes aus der Bewachungsphase sehen wir einen Hund, der kompromisslos durch den Angriff durchgeht. Er hat dann natürlich, und das ist aber ganz normal, bitte bei einem starken Hund, wenn der Hund heute angegriffen wurde, dass er dann ganz leichte Verzögerungswerte beim Aushalt. Ja, das ist mir ehrlich gesagt, ja, verständlich. Ich muss zwar bewerten, aber es ist verständlich. Vorzüglich mit leichten Abzügen. Rückentransport, hier verlieren wir Punkte, weil der Hund natürlich etwas weiter vorne ist. Ja, also auch hier ein vorzüglich mit leichten Abzügen. Überfall auf den Hund aus dem Rückentransport. Auch hier wieder ein wuchtiger Angriff. Ich glaube, alle haben es gehört bis hierher, wie der Hund eingeschlagen hat am Ärmel, vorzüglich ohne Abzüge. Angriff aus dem Hund, aus der Bewegung, vorzüglich ohne Abzüge. Wir sollten schon aufpassen, dass wir den Hund nicht berühren und mitnehmen. Ja, das, ja. Abwehr eines Angriffes aus der Bewachungsphase in der Endphase vorzüglich. Heute 99. Boah! Pass auf!